Ja, willkommen im Studio, Philipp. Hallo. Schön, dass du da bist. Schönen Dank für die Einladung. Wir setzen uns Danke. gleich, Danke. haben Ja. viel zu erzählen heute, besonders Danke. du wahrscheinlich. Ja. Ja, legen wir los. Ja, willkommen zur neuen Ausgabe des Sportbuzzer Talks. Heute das erste Mal ohne Sebastian Morgner. Schöne Grüße nach Oranienburg. Als Andenken haben wir schon mal unserem Gast Philipp Völker deine Tasse gegeben. Du kannst sie ja gerne abholen, auf jeden Fall. Ja, unser Gast heute Philipp Völker, Innenverteidiger bei der SG Michendorf in der Landesliga und heute auch dabei wieder Mirko Jablonowski. Ja, Philipp, du bist ja eigentlich ein Urgestein bei der SG Michendorf und Kann man so formulieren, kann ja. man so. Du hattest ja letztes Wochenende ein freies Wochenende, gezwungenermaßen im Landespokal. Richtig, richtig. Erste Runde ging noch gewonnen, 4:0 gegen 74 im Derby eigentlich. Ja, schon richtig. War auch eine schwere Nummer irgendwie nach Verlängerung. 1:0 noch machen können und dann ist dann auch nach dem Platzverweis für 74 dann den Jungs da die Kräfte ausgegangen und dann haben wir da auch in der Verlängerung, muss man erstmal 4 Tore schießen. Denke ich, sind wir da verdient dann auch unterm Strich in die nächste Runde gezogen. Ja. Aber die nächste Runde ging dann verloren gegen Ja, Vetter. Fetscher war ja, irgendwie ein ganz kurioses Spiel, auch für mich in meinen Augen und ich denke auch für meine Kollegen irgendwie die schlechteste Partie, die wir dieses Jahr bis jetzt geliefert haben. Da lief wenig zusammen, aber auch trotz dieser schlechten Leistung hätte da durchaus die nächste Runde drin sein können. Wenn wir da in Führung gehen, geht die Partie in eine andere Richtung. So verlieren wir da auch unterm Strich dann verdient 2:0, weil da wirklich wenig zusammen lief. Ich habe es ja schon gesagt, du bist ja eigentlich ein Urgestein des Vereins. Wie lange bist du schon da und was macht Ja, diesen Verein aus? ich krieg es irgendwie nicht mehr ganz genau zusammen. Also ich denke, so 25, 26 Jahre werden es sein, die ich jetzt da bin. Die Leute kennen mich, ich kenne die Leute. Habe ein halbes Jahr mal damals den Weg dann zum RSV versucht, ne? Und die Chance da auch irgendwie versucht zu nutzen, was beruflich sehr, sehr schwierig war. Hatte da auch eine schöne Zeit, habe da auch viele Leute kennengelernt und auch den einen oder anderen ist bis heute noch der Kontakt groß. Fabi Lenz, denke ich, auch jedem im Begriff, nach wie vor auch. Und war noch eine schöne Zeit auch, aber unterm Strich bin ich dann wieder zu alten Wurzeln zurückgekehrt, weil ja, der Verein irgendwie mir auch in den Jahren dann ans Herz gewachsen ist, ne? Und Landesliga ist ja schon eine Nummer, in Michendorf, eigentlich auch das höchste der Gefühle, muss man auch ganz klar so sagen. Mit den Mitteln, die wir haben, ist es da schon wirklich ja, das Nonplusultra da zu spielen. Und das sollte auch jedem bewusst sein, Landesliga, Michendorf, gucken in der Region, so viele Vereine gibt es nicht, die in der Landesliga spielen. Das wird schon gut. Also hier im Havelland kennt man dich ja so ein Ja. bisschen, denke ich, auf den Plätzen, aber vielleicht reden wir noch ein bisschen über dich. Du hast ja eigentlich einen ganz außergewöhnlichen Job, hat ja nicht jeder. Du bist Ja, Chauffeur. ist richtig. Erzähl mal, wen du da schon alles gefahren hast. Oder gab es da irgendwelche Prominenten? Ja, durchaus. Also speziell jetzt, wenn wir beim Fußballthema sind, über Schweinsteiger, über Neuer, gibt es da schon den einen oder anderen, den ich im Auto hatte. Ganz besonders in Erinnerung geblieben, Jupp Heynckes. Überragender Trainer, der dann auch aus dem Nähkästchen geplaudert hat über seine Zeit bei Teneriffa, warum er da aufgehört hat und über Fußballgrößen, die er trainiert hat, ne, zu seiner damaligen aktiven Zeit. Ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Junge. Ja. Du sitzt vorne im Auto und kommst mit ihm ins Gespräch, so wie wir jetzt hier auch sitzen, ganz natürlich, ganz normal. Und auch super dankbar. Für mich war das wie so ein Opi-Typ irgendwie, ganz, ganz locker drauf und auch wissbegierig. Auch habe mich auch gefragt, ob ich mache, ob ich auch Fußball spiele. Und dann kommt man so ins Gespräch und das ist auch nicht die Regel. Also, wenn der Gast mit dir spricht, dann ist das so, aber es gibt auch Leute, die komplett gar nichts sagen. Ich habe auch so ein Erlebnis gehabt mit Jens Lehmann, der hat relativ wenig gesprochen, Tag und Tschüss und das war's. Aber dann ist das so, dass halt der Job ist die oberste Prämisse. Das merkst du gleich, Ja, man wie kriegt dann diese ja da sind. viel, ja, ich rede ja auch gerne und viel, aber das gehört halt Haben wir gar dazu. nicht gemerkt bislang? Ja, es gibt halt auch Gäste, die dann auch mal froh sind, wenn sie mal wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange die Fahrt dauert, auch mal Ruhe auszustrahlen und dann lässt man den einfach in Ruhe. War Jupp Heynckes nicht mal Trainer in Benfica? Der war auch mal in Portugal war er Portugal, auch, genau. ja, richtig. Da war er Trainer, wo du ja auch mal Ja, ich habe nicht bei gespielt, Benfica, also ja, nicht bei aber Benfica, ja, aber passt. fast so schön, ja, Arsenal Braga. Ich habe ein Dreivierteljahr in Portugal gearbeitet, um da nochmal eine neue Sprache zu lernen. Bin da auch zum Fußball gekommen. Damals waren unsere aktuellen Trainer auch unsere Trainer, also Herr Zoranski und Herr Beierle. Bayern, Und habe da Tatsache Ponte de Lanza gespielt, also Stürmer. Ich habe Ponte de Lanza. Ponte de Lanza. Peter Crouch war mein Spitzname. Ja, war Tatsache so. Und war sensationell. Ich habe
habe da die Bälle um die Ohren geschossen gekriegt. Das war Wahnsinn. Bin dann wiedergekommen und das erste Training werde ich nie vergessen. Ralf Bayerle, der brüllte dann über den ganzen Platz, nachdem ich dann den dritten Kopfball dann irgendwie im Trainingsspiel eingenickt habe. Du hast uns ein Dreivierteljahr nur verarscht. Ja? War schon ein Highlight. Aber auch eine schöne Zeit. Also da nimmt man natürlich auch viel mit und was ganz anderes als hier. Die Portugiesen haben nicht so diese Siegermentalität, ja, auch wenn sie jetzt Europameister geworden sind. Ja? Aber wenn du da einzeln im Rückstand geraten bist, ein Spiel zu drehen, war eigentlich unmöglich. Ja? Wenn du hast individuell Spieler gehabt, Weltklasse, ja, gefühlt, ja, dribbeln und machen und tun. Aber kämpfen und beißen war sehr, sehr schwierig. Und dann noch, wenn du zu den Spielen gekommen bist, da überall Polizeischutz auf Landesklasse oder Landesliga-Ebene, was die damals gespielt haben, boah, da war für mich eine ganz andere Welt, also undenkbar hier. Ja. Aber auch mal eine andere Erfahrung. Wie gesagt, Polizei hat man ja hier selten, gerade Landesklasse, Landesliga, wie du schon sagst. Gute Überleitung zum Landespokal, der am Wochenende bei uns war. Topspiel sicherlich schon am Freitagabend, Babelsberg 03 gegen Luckenwalde. Hast du ja schon auch gelesen. Ich habe es gelesen bei euch, auch im Sportbazar, klar, weil ich Freitag selber nicht im Stadion war. Also das ist dann nicht so, wir nutzen auch mal die Zeit dann noch mit meiner Frau ein bisschen Zeit zu verbringen. Aber das sind natürlich unschöne Dinge, die passieren. Ich erinnere mich auch ans letzte Jahr im Pokal, da gab es ja auch ein Punktspiel, was das war. Ne? Da gab es ja auch so diverse, bis heute noch Ungeklärtheiten, ne? Was da so Tatsache liegt. Vielleicht muss Mirko erstmal kurz sagen, was denn passiert ist. Da war es ja beim Landespokalfinale, was du gerade ansprichst. Jetzt am Freitag war es nach dem Spiel, wo die Mannschaft ja vor die Nordkurve gegangen ist, ja eigentlich. Da Babelsberg auch für Regionalliga-Verhältnisse immer viele Fans gut unterstützt, auch auswärts. Dieses Mal kam es aber ja zu unschönen Szenen, wurden erst ausgepfiffen, was sicherlich vielleicht auch noch in Ordnung ist, wenn man seinen Unmut da äußert. Aber ja, dann kam es auch zu wüsten Beleidigungen wohl. Spieler wurden bespuckt, mit einem Bierbecher beworfen. Wie gesagt, wir haben ja gestern auch mit dem Philipp Saalbach gesprochen, mit dem Kapitän und dem Lovro Sindik, der da, ja, glaube ich, jetzt in der vierten Saison spielt und der den entscheidenden Elfmeter oder einen Elfmeter verschossen hat. Dadurch sind sie rausgeflogen und ihm wurde dann so ein bisschen wohl von wenigen vereinzelten Fans vorgeworfen, er würde sich da nicht richtig reinhauen. Und ja, ich glaube, wer Lovro Sindik mal hat spielen sehen, das ist auch so ein ja, Kämpfen, Kratzen, Beißen. Also wenn einer sich für einen Verein reinhaut, dann Lovro Sindik. Hat auch gesagt, waren vereinzelte Fans, ihm hängt da auch nichts nach. Aber ja, schon krasse Szenen auf jeden Fall, die man da eigentlich nicht gewohnt ist. Und traurig eigentlich, traurig, auf den Punkt zu bringen. Also man geht ja im Stadion, um Spaß zu haben und dass auch eine Mannschaft mal verliert. Und ein Elfmeterschießen ist ja sowieso ja, wie Lotto spielen. Ja. Da entscheidet dann in dem Moment das Glück auch irgendwie. Ja. Ist natürlich dann traurig, dass dann solche Situationen dann auch auf dieser Ebene passieren. Ne. Man kennt das ja aus unseren Kreisen auch, da stehen auch Verrückte draußen. Ja, da ist nach 90 Minuten im Idealfall das dann erledigt. Ja. Da fliegen auch mal ein paar böse Worte und ein paar eklige Worte. Aber bei mir ist es so, wenn mich da draußen einer beleidigt, das macht mich dann nur noch irgendwie motivierter und dann hänge ich noch mehr rein. Wie bist du denn so auf dem Platz? Ja, aber ich pflege mal zu sagen, also das ist schon immer so gewesen. Ich bin auch einer, der auch mal austeilt. Ich stecke natürlich auch ein, klar. In der Klasse, in der wir spielen, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor bei uns. Das fehlt bei uns auch bei einigen so, auch mal dagegen zu halten. Ich muss ja dem Gegenspieler nicht das Bein brechen, aber man kann auch mal einen festhalten und mal auch mal ein bisschen Körper dagegen halten. Ich bin auf dem Platz, möchte ich so meinen, so kennt man mich auch, vielleicht auch ein Schwein, aber das ist nach 90 Minuten auch erledigt. Das ist, in den 90 Minuten ist das Fußball. Ja, und wir spielen ja kein Hallenheimer, sondern wir spielen körperbetonten Fußball und da kann es auch mal ein bisschen wehtun. Das nach 90 Minuten bin ich auch der Letzte, der da nicht die Hand gibt. Das war früher als Jungspund. Wir haben eine damals Begegnung gehabt, da war viel Emotion mit bei und dann ist man auch ein bisschen noch in dem Alter, wo man denkt, so, ja, aber im Alter wird man ja dann auch ruhiger und dann ist das auch nach 90 Minuten erledigt. Also, möchte auch so sein. Eigentlich auch sein soll. Normalerweise. Genau, Dann lass uns vielleicht noch kurz aufs Sportliche gucken, natürlich Freitag. Bei allem unschön, was danach war, sportlich, Luckenwalde, ja, für die Jungs und Ingo Nachtigall ein Riesenerfolg. Jetzt war ja so ein bisschen der Pokalfluch, vorher 6-mal gegen 0-3 rausgeflogen. Jetzt ausgerechnet auswärts dann das erste Mal 5-3 nach Elfmeterschießen gewonnen. Ja, haben wirklich ein starkes Spiel abgeliefert, kann man nicht anders sagen. Große Personalnot da gerade, aber ja, wer auf dem Platz stand, hat sich da reingehauen und denke am Ende auch auf jeden Fall nicht unverdient weitergekommen. Haben die Jungs am Wochenende auch schön gefeiert, Oktoberfest hier in Potsdam. Haben sie sich noch gegönnt danach, verdient auf jeden Fall. Ansonsten im Landespokal wenig Überraschungen, Favoriten sind eigentlich weitergekommen. Bisschen bemerkenswert auf jeden Fall Cottbus als Regionalligist in Selo, Oberliga-Vertreter. Dachte man vorher vielleicht auch, wird eine enge Kiste. Erstaunlich, also so ein Ergebnis 11-1. Ich hatte mit meinem Freund Herrn Raschkowski, der ja auch bekannt ist als Schiedsrichter, der stand da wohl an der Linie. Ich meinte, wo Selo war an dem Tag, wo Ferner liefen. Also das Ergebnis spiegelt wohl auch die Leistung von Selo dort wieder. Erstaunliches Ergebnis, 11-1. Also überraschend. Muss man erstmal machen da. Ja.
Im Havelland lief der Kreispokal, wie auch in allen anderen Kreisen. Da gab es ein bemerkenswertes Spiel. Roberto Dinu hat einen Viererpack geschossen innerhalb von 11 Minuten für Rot-Weiß Glienicke. Das Spiel ging auf 4:0 aus gegen Turbine und Eintracht 90, die Spielgemeinschaft. Philipp, hast du schon mal 4 Tore in auch wenn es der Gegner nicht glaubt, Tatsache, ja, ich müsste schwindeln, wenn der Gegner war, zu Hause in der Landesklasse Mitte, 4 Tore damals, den Artikel halt noch zu Hause, da kann ich gerne nochmal recherchieren, viel Karriere nochmal zu, als Beweis. Liefen wir nach, nächste Saison. Zwar nicht in 11 Minuten, das ist mir bewusst, aber 4 Tore, Tatsache, auch mir schon gelungen, ja. Ja, im Fußballkreis Oberhavel-Barnim kam es zur Neuauflage des letztjährigen Pokalfinales. BSC Fortuna Glienicke gastierte beim TuS Sachsenhausen 2. Die TuS-Reserve sicherte sich im letzten Jahr den Titel. Dieses Mal ging es anders aus, überraschend deutlich auch. Glienicke, ambitionierter Kreisoberligist, gibt es glaube ich erst seit 5 Jahren den Verein. Die ja, sind da aber mächtig was am Aufbauen. Behalten am Ende mit 4:0 die Oberhand. Ricardo Ciao, Marc Stephan, Pascal Müller und Thorsten Wiese trafen da. Thorsten Wiese auch noch Keeper von Fortuna, der dann im Spiel quasi als krönenden Abschluss für Glienicke per Elfmeter den Endstand besorgte. Klare Angelegenheit, überraschend klare Angelegenheit, wobei man sagen muss, Sachsenhausen im Moment ja, personell auch arg gebeutelt, viele Verletzungen. Ja, aber im Duell der Kreisoberligisten da deutlich durchgesetzt, Glienicke, und eine Runde weiter. Vielleicht schaffen sie es dieses Jahr, sich den Pott zu holen. Ja, kommen wir zum Fußballkreis Prignitz-Ruppin. Da gab es eine Überraschung. Kreisligist Herzberger SV hat den Lindauer SV, immerhin Landesklassevertreter, rausgeschmissen. Nachbarschaftsderby, 210 Zuschauer im Elfmeterschießen. Da hat HSV-Keeper dann Kai Schwieghaus zweimal stark pariert und seiner Mannschaft den Sieg gesichert. Bemerkenswert war noch, wann das Spiel überhaupt in die Verlängerung ging. Genau, Lindo führte erst mit 1:0 und kassierte dann in der ersten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch Fabian Sander, der dann später im Elfmeterschießen noch verschoss, aber letztendlich hat es gereicht für seine Farben. Herzberg in der Runde weiter, sicherlich die größte Überraschung dann in dem Fußballkreis an diesem Wochenende. Ja, im Kreispokal Dame Fleming zeigte sich auch ein Spieler sehr treffsicher. Christian Semke von der Reserve von Eintracht Mirsdorf Zeuthen. Dem gelangen 4 Tore beim 7:3-Erfolg seiner Mannschaft bei Schönefeld. Bemerkenswert, alle 4 Tore in der Verlängerung erzielt, innerhalb von 15 Minuten. Ja, schon Wahnsinn überhaupt. Dann Mirsdorf führte zur Halbzeit schon 3:0, kassiert dann ebenfalls in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich. Mann. Und dann dachte sich der Kollege Semke wohl, dreht da mal ein bisschen auf, macht 4 Tore in 15 Minuten nach Verlängerung. Also kuriose Sachen auf jeden Fall mit bei. Der nächste Viererpack, auch früher ja lange bei Königs Wusterhausen gespielt. Christian Semke, auch erfahrener Stürmer. Hören wir mal rein, was er selbst zu sagen hat zu seinem Viererpack, wie er es gesehen hat. Letzte Pokalrunde, ja auch schon 4 Treffer erzielt, lief im Pokal bis jetzt. Und am Wochenende waren es eigentlich nur 3 Treffer. Da Nils das letzte Tor geschossen hat, vorher in den 90 Minuten lief es eigentlich in der ersten Halbzeit ganz gut. Wir kommen zu zahlreichen Torchancen. Ich war zwar an allen 3 Toren beteiligt, konnte da aber noch keinen Treffer zu beisteuern. Da habe ich quasi den Möbelwagen nicht getroffen. Aber in der Nachspielzeit dann lief es halt ganz gut. Alles, was vor die Füße kam, konnte ich dann halt versenken. Ja, kommen wir noch zum Frauenfußball. Da gab es ebenfalls ein Elfmeterschießen, allerdings mit ungünstigem Ausgang für Turbine Potsdam. Die sind im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, Zweitligist, ausgeschieden, 5:6 nach Elfmeterschießen. Das ganze Spiel lief nicht so, wie sich das Trainer Matthias Rudolph vorgestellt hatte. 1:1 hieß es nach regulärer Spielzeit. Erst in der 91. Minute hat Johanna Elsig da die Turbinen noch in die Verlängerung gerettet. Da gab es zwar gefühlt 20 Torchancen, wie Matthias Rudolph gesagt hat, aber keiner wollte rein. Und dann, ja, wie es so kommen musste, Glückslotterie im Elfmeterschießen und die Turbinen waren raus. Ja, wie jede Woche verlosen wir natürlich auch wieder unseren 40-Euro-Gutschein von Vodafone Markus Brandt mit Shops in Falkensee, Brandenburg und auch Hennigsdorf, wie wir gelernt haben. Dafür beantwortet nur folgende Frage: Wer hat vergangene Saison den Landespokal gewonnen? Wenn ihr die Sendung gesehen habt, dann wisst ihr da sicherlich die Antwort. Ja, Philipp, gehen wir noch zur guten Tradition über dem versuchen wir es mal. Tischkicker. Premiere für mich. Oh, Premiere für mich auch hier heute. Ich nehme Rot. Dann, du nimmst Rot. Ja, als großer Bayern-Fan. Als Bayern-Fan, na, ich bin dann doch eher Dortmund-Sympathisant, von daher okay. Passt das.
Das ist ja ein. Ehemaliger Freiburger Keeper. Hey. Ist ja. Ausgeglichenes Spiel hier. Wie in der Bundesliga. Aber jetzt. Ja. Da ist er. Langer. Glückwunsch zum Sieg. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch diese Woche wieder. Nächste Woche 18.30 Uhr, mats-sportbuzzer.de, die nächste Folge des Mats Sportbuzzer Talks. Schaltet wieder ein.